Die deutsche Mannschaft hat Anstoß in diesen zweiten 45 Minuten. Da trennt er ihn vom Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Und Gündogan. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Geht er rein? Schöne Flanke jetzt. Ganz stark abgeblockt. Cheryshev. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Da verlieren sie den Ball. Thomas Müller. Da gewinnt er den Zweikampf. Alexander Golovin. Kann er was draus machen? Jetzt haben sie den Ball. Emre Can. Klostermann. Und jetzt Gündogan. Müller. Brandt. Toller Pass. Julian Draxler. Er blockt die Hereingabe ab. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Chuba. Cheryshev. Schirkov. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Denis Cheryshev. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Kai Havertz. Rüdiger. Brandt. Halstenberg. Emre Can. Gündogan. Super dazwischen gegangen. Anton Miranchuk. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da ist der Torwart hellwach und passt auf. Rüdiger. Klostermann. Und jetzt Gündogan. Tah. Rüdiger. İlkay Gündogan. Und jetzt Müller. Müller, das muss es sein. Akinfeev mit der Parade. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Gündogan. Havertz. Gute Flanke. Blockt den Schuss erstmal ab. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Klostermann. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Jetzt Gündogan. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Was macht er draus? Thomas Müller. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Rüdiger. Halstenberg. Emre Can. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Anton Miranchuk. Mario Fernandes. Und das ist der Ballverlust.
Brandt. Müller. Vielleicht der Ausgleich. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Anton Miranchuk. Pass auf den Flügel. Sieht gefährlich aus. Kein Eckball hier, sondern Einwurf. Richtig entschieden, auch wenn es knapp war. Alexej Miranchuk. Ruslan mit dem Freistoß. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie raus machen? Ball kommt rein. Macht er gut. Alexander Golovin. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da holt er den Ball zurück. Klostermann. Tah. Halstenberg. Brandt. Jetzt Thomas Müller. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Nicht ungefährlich, aber der Ball ist erstmal weg. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Thomas Müller. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Sie liegen weiter zurück, deshalb dieser Wechsel keine Überraschung. Nee, sie müssen auf den Rückstand reagieren. Der soll vorne rein und vielleicht noch mal was bewegen. Werner. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Anton Miranchuk. Kann er was draus machen? Die Möglichkeit zu flanken. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Das war eine richtig gute Chance. Eine klasse Ecke und dann wird es eben auch gleich gefährlich. Emre Can. Draxler. Gündoğan am Ball. Jetzt Müller. Jetzt sind sie am Ball. Er ist da und kann den Ball hier klären. Anton Miranchuk. Alexej Miranchuk. Alexander Golovin. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Und da verlieren sie den Ball. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Der Angriff könnte was werden. Was für ein Tor!
Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Der Pass kommt nicht an, Ball im Aus, Einwurf. Rüdiger. Emre Can. Jetzt Gündoğan. Draxler. Weg ist der Ball. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Er kann ihn reinbringen. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Emre Can. Tah. Und Gündoğan. Halstenberg. Draxler. Emre Can. Müller. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Der Ball zu Müller. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Halstenberg. Draxler. Gündoğan. Kommt jetzt die Flanke rein? Gefährlich! Emre Can. Müller. Und die Möglichkeit! Er ist noch heiß! So, kein Tor in dieser Szene. Da können Sie sich beim Keeper bedanken. Ja, vor allem, wenn wir an die Parade da vorher denken, als er sein ganzes Können ausgepackt hat. Draxler. Timo Werner. Jetzt vielleicht die Flanke. Thomas Müller! Das war die Gelegenheit, aber es bleibt beim Unentschieden. Und Kopfschütteln am Spielfeldrand, ja, ja. Wie kann man so eine Chance vergeben? Er kann es überhaupt nicht fassen. Gündoğan. Tah. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Den Ball will er nicht hergeben. Mario Fernandes. Zagoyev. Chuba. Klasse Aktion, Ball ist weg. Kai Havertz. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Timo, jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Konter, Tor, so einfach geht's. Es hat alles gestimmt in dieser Szene, ein herrlicher Treffer. Sie investieren mehr in diesem Spiel. Insofern verdienter Treffer für mich, für dich auch. Absolut, sie haben das Spiel jederzeit unter Kontrolle und wenn sie so weitermachen, wird es schwierig für die anderen.
Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Die deutsche Mannschaft ist vorne, es geht weiter. So langsam wird es gefährlich. Fairer Einsatz hier. Kai Havertz. Süle. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Sie machen das gut heute, oder Buschi? Ja, ja, Wolf, der Ball läuft richtig gut und die haben eine extrem hohe Passsicherheit. Süle. Halstenberg. Draxler. Ballverlust. Nochmal die Unterstützung von den Rängen, die Hoffnung auf den späten Ausgleich, sie lebt. Zagoje. Georgi. Chiquilla. Werner. Tah. Klostermann. Jetzt Gündogan. Kai Havertz. Ja, da ist Platz jetzt. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Jetzt haben sie den Ball verloren. Draxler. Emre Can. Julian Draxler. Draxler! Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. Ecke kommt. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Da können sie jetzt flanken. Chance lebt noch. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Die Fans geben nicht auf. Sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt noch mal kommen. Kai Havertz. Emre Can. Klasse Pass. Thomas Müller jetzt. Sie holen sich den Ball. Zagojev. Die deutsche Mannschaft mit dem Einwurf. Tah. Süle. Halstenberg. Draxler. Und Müller. Bei einem können wir uns heute sicher sein, dass er vorne für Unruhe sorgt. Thomas Müller. Ja, Wolf, der geht gerne die weiten Wege, ist zumindest gefühlt überall auf dem Platz und auch deshalb so erfolgreich. Einer der Besten in der Offensive und trotzdem auf dem Boden geblieben. Emre Can. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Gündogan. Entschlossen geklärt. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Gute Aktion jetzt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich drauf an, keinen Fehler zu machen.
Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Jetzt vielleicht. Das Zuspiel kommt nicht an. Wichtig, dass der Verteidiger zur Stelle war. Cheryshev. Alexej Miranchuk. Denis Cheryshev. Nein. Ja, mit viel Übersicht. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Emre Can. Klostermann. Weg ist der Ball. Alexander Golovin. Was macht er draus? Cheryshev. Und die Flanke. So, der Ball findet überhaupt keinen Abnehmer. Es geht drüben mit einem Einwurf weiter. Jetzt kann er den Ball nochmal einwerfen. Der Wechsel jetzt auf Seiten von Russland. Ein neuer Mann kommt rein. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Süle. Halstenberg. Emre Can. Und jetzt Gündogan. Nur Müller. Kai Havertz. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbt. Jetzt können sie es entscheiden. Da passt er auf und hat den Ball. Alexander Golovin. Dala Kusiaev. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Super dazwischen gegangen. So, das ist souverän. Absolut. Für uns als Zuschauer vielleicht nicht unbedingt das, was wir uns wünschen, aber bei ihrer enormen Ballsicherheit. Kai Havertz. Super Parade. Klasse gehalten. Gebt die Ecke kurz vor Schluss. Jetzt können sie alles klar machen. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Kai Havertz. Draxler. Halstenberg. Müller. Julian Draxler. Emre Can. Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird es hier noch mal lauter. Die Fans merken, da kann noch was gehen. Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Die Fans treiben sie noch mal nach vorne. Draxler, was macht er? Das war einfach für den Torwart. Alexander Golovin. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Vielversprechender Spielaufbau, ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. Sicher vom Torwart, gut gemacht. Gündogan am Ball. Draxler. Ganz energisch. Jetzt Thomas Müller. Gündogan. Zurück zu Müller. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Schirmt den Ball da super ab. Süle. Tah. Halstenberg. Draxler. Da kann er sich den Ball holen. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Ja, könnte was werden. Golovin. Das war knapp.
Die Geste ist eindeutig. Der Torhüter schickt seine Vorderleute nach vorne. Jetzt ein weiter Ball und vielleicht bekommen sie noch die Chance. Alexander Golovin. Der Schlusspfiff des Unparteiischen. Am Resultat dieses Gruppenspiels ändert sich nichts mehr. Und die Gäste haben diese heutige Partie also gewonnen. Guter Auftritt, alles in allem. Knapper Sieg. Man war hier diesen Tick besser, diesen Tick schneller, auch gedankenschneller. Und dann gewinnt man am Ende. Kompliment. Und auf diesem Spiel können Sie aufbauen.